Hi Friends, Make-up Emergency, Drogerie News. Freunde, setzt euch hin, legt euch hin, falls ihr sitzt. Eben hat es an der Tür geklingelt, literally eben. Es ist 13.33 Uhr und ich glaube, die größte neue Limited Edition von Rival Loves Me hier, die es jemals in der Drogerie gab, so viele super spannende Produkte habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mayday, Mayday, Maxim aus der Vergangenheit. Eine Wimper habe ich schon abgemacht. Ich habe gerade eine E-Mail von Rival Loves Me bekommen. Das sind zwei REs. Und zwar einmal die Happiness und einmal die On My Desk RE. Eine wandert in die Theke und eine kriegt einen kompletten Extra-Aufsteller. Nur damit ihr Bescheid wisst. Eigentlich sollte dieses Video ein Aufgebraucht-Video werden, denn ich zeige euch gleich etwas, was ich aufgebraucht habe. Und das hatte so ein bisschen gepasst, aber ich weiß, aufgebraucht interessiert euch auch, aber look at these palettes, boys and girls, wir haben hier noch mehr und noch mehr, it's a lot. Freunde, ich freue mich, dass ihr heute da seid und ich hoffe, ihr hattet eine wunderschöne Woche und ihr habt hoffentlich bald ein wunderschönes Wochenende. Bevor es zu den Produkten kommt, die ich euch eben gezeigt habe, möchte ich ganz kurz einmal zu Asam Beauty schwenken, denn eigentlich sollte das heute ein Aufgebraucht-Video werden und ich wollte euch über zwei meiner liebsten Produkte noch ein bisschen was erzählen. Das ist ja aus der Aqua Intense-Reihe einmal das Waschgel und die Creme. Und diese Creme, die hier mit drin ist, das Ganze gibt es gerade in einem Set und ihr kennt ja, ich arbeite ja schon eine Weile mit Asam Beauty zusammen. Es gibt einen super coolen Code und eine recht coole Aktion. Aktuell gab es ja einen kompletten Aktionsmonat bei Asam Beauty und auch in dieser Zeit gilt noch versandkostenfrei auf die Bestellung. On top mit meinem Code könnt ihr nochmal 15% sparen, dass ich das schon aufgebraucht habe und liebe. Genauso wie die Creme und deswegen hatte ich das so ein bisschen verbunden. Aber Freunde, I know you, you know me. Ich probiere, dass es dann halt immer passt, wenn ich mit Werbepartnern zusammenarbeite, aber ich glaube, dass das eine super coole und wichtige Aktion ist, die auch nur noch bis zum Wochenende gilt. Deswegen konnte ich das Ganze jetzt natürlich auch nicht für euch verschieben. Die beste Creme, die für wirklich eigentlich jede Haut funktioniert, weil keine Duftstoffe, keine Parabene, da ist nichts drin, was die Haut irritiert. Und gerade jetzt, als es die letzte Woche so super, super heiß war, hat diese Creme wirklich ganz viel getan. Wenn ihr die in den Kühlschrank gebt und dann rausholt und euch eincremt, diese Feuchtigkeit, die sofort in die Haut einzieht und eine perfekte Grundlage für euer Make-up bietet, zieht ein und kühlt. Und durch dieses Kühlen wird das Ganze so ein bisschen gestrafft. Außerdem dieses Reinigungsgel, da ist ein ganz, ganz zartes Peeling mit drin. Also die kleinen Peelingpartikel sind wirklich so fein, dass man das auch ruhig jeden Tag machen kann, ohne dass es die Haut zu aggressiv behandelt. Aber diese Kombination ist einfach super gut. Deswegen schaut unbedingt bei Asam vorbei. Code steht unten, Links stehen unten. Ich bin ganz durcheinander. Ihr wisst, ich arbeite sehr, sehr gerne mit Rival Loves Me Produkten zusammen. Und wir haben ja auch sonst parallel hinter den Kulissen so ein paar Sachen, die ja regelmäßig laufen. Neulich konntet ihr auf Instagram einfach die Theke in jeder Rossmann-Filiale deutschlandweit farblich verändern mit eurer Abstimmung in meiner Insta-Story. Und das war natürlich eine super, super coole Sache. Ihr wisst, mein ganzer Kanal basiert eigentlich auf Rival Loves Me bzw. früher Rival de Lupiang. Und jetzt gibt es eine neue LE. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Happiness LE und On My Desk LE. Wir haben Face-Paletten. Wir haben eine richtig krasse Lidschattenpalette. Wir haben was für die Augenbrauen, wir haben was für die Augen, wir haben Nagellacke, wir haben Primer, wir haben das beste Produkt für mich persönlich. Ich weiß, dass die Mädels regelmäßig von Rival Loves Me meine Videos schauen und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wollen wir nicht irgendwas tun, damit endlich seine Foundation passt? Guess what? Sie haben einfach Make-up Darkening Drops rausgebracht. Wir werden das Ganze jetzt starten. Falls ihr neu seid, würde ich mich super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts. Mir bedeutet es die Welt. Und kleines Giveaway in diesem Video noch für alle, die bis zum Ende dranbleiben. Wartet, ich erkläre euch alles, was ihr machen müsst. Wir haben als erstes ein Happiness Refreshing Spray. Das ist ein cooler, frischer Kick für Gesicht und Körper. Feiner Nebel umhüllt die Haut mit angenehmer Frische und kann auch als Primer verwendet werden. Guess what? Das machen wir. Kommt einmal in so einer Plastikverpackung. Sehr feiner Sprühnebel, sehr direkt, aber sehr fein. Der Geruch ist so eine Mischung aus Gurke. Ja, ich würde sagen Gurke. Sehr frisch, nicht so, wenn ihr, ich weiß es, wenn ihr im Sommer 40 Grad, ihr habt Durst, aber ihr könnt kein Wasser mehr trinken, macht das Innere von einer Gurke, wo ihr abends den Salat isst, einfach ins Wasser und dann schmeckt das Wasser so ein bisschen frischer und erfrischt so ein bisschen. Genauso riecht es. Sieht auf jeden Fall
erstmal gut aus. Wir geben uns das gleich natürlich auch noch übers Make-up. Es gibt aber noch was anderes, was ich super spannend finde. Und auch das ist aus der Happiness LE. Das ist ein Primer und Serum mit Cooling-Effekt. Diese reichhaltige Formel des Elixiers spendet Feuchtigkeit und trägt zur Revitalisierung bei. Hier sind 9 Milliliter drin. Ich habe noch keine Preise jetzt hier. Ich habe es gerade bekommen. Die Produkte gibt es ab dieser, nächster Woche in eurer Rossmann-Filiale. Stand auf meinem kleinen Zettelchen. Und aber ihr wisst, die Preise von Rival Loves Me, die sind ja, das ist ja teilweise schon ein Witz, wie günstig die Sachen sind, ne? So sieht das Ganze einmal aus. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier sind so kleine Schimmerpartikel mit drin und es riecht extrem gut nach Ananas. Ich liebe ja Ananas, ne? So Ananas, Kokos, Minze, Gurke, I stand. Gib mir das jetzt einfach mal hier so ein bisschen aufs Gesicht. Schau, ob ich den Cooling-Effekt merke. Heute ist es halt sehr kühl, ne? Ist vielleicht das, der falsche Tag, um es zu testen, aber der Geruch ist fantastisch. Es wird so ganz leicht sticky im Gesicht, aber nicht so unangenehm klebrig. Kann ich mir gut vorstellen, dass man das schön einfach im Sommer, wenn es so ein bisschen weniger Make-up sein soll, gut benutzen kann. Hat halt so einen leichten Glow mit drin, ne? So einen ganz feinen, der dann im Laufe des Tages durch die Foundation kommt. Was sagen wir? Ich bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Ich bin halt ehrlich gesagt immer ein bisschen biased, weil ich sage euch auch ganz kurz offen, warum. Die Sachen von Rival Loves Me, wir haben ja die in den letzten 3 Jahren, wo ich zumindest YouTube mache, die Veränderung gesehen, wie Rival Loves Me sich verändert hat. Und ich glaube, seit dem Rebranding von Rival de Lupiang zu Rival Loves Me ist nochmal ein riesengroßer Sprung in der Qualität gekommen. Und deswegen meinte ich gerade, die Preise sind teilweise ein Witz im positiven Sinne, weil sie extrem günstig sind für das, was sie können. Und das muss man erstmal schaffen. Was wir jetzt schaffen müssen, ist, eine Foundation zu finden, die mir zu hell ist. Guess what? Alle. Es gibt nämlich Make-up Darkening Drops. Man soll einfach so ein bisschen die Foundation dunkler machen. Und das ist eine coole Sache für alle, wo die Rival de Loupe Hyaluron Foundation vielleicht ein Ticken zu hell ist. Wir probieren aber heute eine andere Foundation, wo ich weiß, dass sie zu hell ist. Und zwar ist es die Charlotte Tilbury Flawless Filter Foundation. Die ist extrem hell. Ich swatch euch mal kurz, wie hell sie ist. Ziemlich hell. Deswegen tragen wir uns jetzt einfach mal diese Drops damit rein. Ich mache das mal hier nicht, dass es hier überall hinkleckert. Ich swatch es kurz auf meiner Hand. Sieht einmal so aus. Riecht nicht und macht recht dunkel. Kann ich mir gut als Contouring-Produkt vorstellen. Ich gebe mir jetzt davon mal ein bisschen ran. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich glaube, irgendwann hat man so den Dreh raus. Das war jetzt ein Tropfen. Da habe ich jetzt noch nichts gesehen. Ich gebe mal noch ein bisschen mehr rein. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen mehr reingemacht. Schaut mal. Es ist wesentlich dunkler. Ich gebe mir noch ein bisschen was rein. Das waren jetzt der zweite Tropfen. Und so sieht das Ganze jetzt mit 4 Tropfen aus. Hat das Ganze wirklich dunkler gemacht? Ist es zu dunkel? Oh, ich glaube, es ist zu dunkel jetzt. Wir probieren es mal aus. Oh Gott, diese Aufregung hier. Ich blende mir das Ganze mal mit meinem Beauty-Schwamm aus. Und wir schauen mal. Ja doch, ne? Ist aber wirklich dunkler geworden. Okay, es ist wesentlich dunkler geworden tatsächlich. Ich finde, vom Unterton ist es so ein bisschen olivfarbener geworden. Was jetzt per se gar nicht schlecht ist. Weil wenn ich brauner werde, werde ich tatsächlich auch so ein bisschen olivfarbener. Aber ist it a match? Haben wir es geschafft? Mein Hals, vergesst mein Hals, ne? Also das, den kriege ich niemals einheitlich zu meinem Gesicht, es sei denn, ich benutze 10 Schichten Make-up. Okay, kleines Fazit dazu. Ich glaube, dass es schon funktioniert, wenn man so ein bisschen dunkler werden will. Ihr seht ja, also es hat definitiv dunkler gemacht. Ich muss mich, glaube ich, noch so ein bisschen an das Verhältnis anpassen. Ich glaube nicht, dass man aus Deckweiß auf einmal dunkel machen kann. Aber so ein paar Nuancen dunkler geht auf jeden Fall. Von der Textur her hat es jetzt, glaube ich, nicht viel verändert. Meistens sind da ja wirklich auch nur Pigment mit drin. Hat auf jeden Fall die Arbeit gut getan. Man muss sich aber so ein bisschen an das Verhältnis anpassen. Ich mache einmal Concealer und Puder rauf und dann kommen wir zu diesem krassen Schätzchen. Okay, ich sehe sehr monoton aus im Gesicht, hat sich aber alles wunderbar verteilen lassen. Also ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen zu viel von der Farbe genommen, aber
wir kriegen das jetzt mit dieser Face-Palette hin. Und zwar haben wir hier 6 große Fältchen. Wir haben 2 Bronzer bzw. Kontourtöne. Wir haben 2 Blushes in einer super schönen dunklen Farbe und 2 Highlighter. Wir starten als erstes mit dem Bronzer und ich benutze einfach den Ton hier unten. Was ich super süß finde, ist, ihr habt hier so ein, ja, wie so ein Notizbuch. Da könnt ihr euch was raufschreiben. Und ich starte jetzt hier einfach mal mit dem Bronzer. Oh, das ist eher Contour. Ja, Bronzer, Contour, ja. Also ich würde es eher als Contouring bezeichnen bei mir jetzt gerade. Lässt sich aber sehr, sehr gut verblenden. Schaut mal. Sehr weich. Gefällt mir gut. Also ich finde tatsächlich, dass es eher so ein bisschen in die Contouring-Richtung geht. Aber falls ihr sehr hell seid und einen Contouring-Ton sucht, könnte der sehr, sehr gut passen. Ich swatche ihn euch mal hier kurz daneben. Sie fühlen sich extrem cremig an. Also das ist nicht so Puder-Puder, sondern eher so Creamy Powder. Finde ich ganz schön. Auf den Blush bin ich super gespannt. Wir starten als erstes mit dem dunklen Ton. Ich gehe hier mal so ein bisschen rein. Schauen wir mal, wie der pigmentiert ist. Oh. Ich habe gedacht, der ist sehr dunkel, aber super, super schön. Und ich mische jetzt gleich noch so ein bisschen von dem helleren rein. Hier ist so ein ganz leichter Schimmer mit drin. Und damit gehe ich direkt hier so ein bisschen über mein ganzes Gesicht. Nämlich, dass ich gerade jetzt so ein bisschen durch diese dunkle Foundation und die ja sehr hochdeckende Foundation so ein bisschen fahl bin. Ich mag das Finish auf der Haut aber sehr gerne. Also ihr seht, Farbe ist da. Look at her! Jetzt einmal ohne direktes Licht. Sehr schön pigmentiert, ne? Also ich habe es natürlich jetzt übertrieben, damit ihr sehen könnt, aber I love it. Das ist Full Coverage, Full Beat und Full On Pigment. Beim Highlighter bin ich ein bisschen gespannt. Die Farbe sieht ein bisschen kühl aus. Ich swatch auch die beiden mal. Ja, die sind sehr, sehr hell. Einer geht so ein bisschen in die goldene Richtung. Ich glaube, dass die zu hell für mich sind. Boop. So als Topper, um wieder so ein bisschen Bewegung ins Gesicht zu kriegen. Hier auf der Stirn und hier im Bereich. Funktioniert aber. Also wenn man nur so ganz leicht rüber geht, dann ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Ich glaube, wenn ihr wirklich ein bisschen heller seid als ich, ist das die perfekte Palette. Ihr habt Licht. Ihr habt wunderschöne Contouring-Töne, sehr, sehr schöne Blush-Töne und auch die Highlighter passen halt perfekt. Was ich jetzt machen möchte, bevor wir weitermachen, ist, wir gehen jetzt nochmal mit diesem Spray rüber, weil ich glaube, dass das so ein bisschen die pudrige Textur jetzt wegnimmt. Ich drehe das Licht wieder weg, dann könnt ihr die Bewegung im Gesicht sehen. Sehe ich aus, als wäre ich gerade aus dem Urlaub gekommen? Sehe ich aus, als wäre ich gerade... Ja, sehe ich. Okay, Freunde, wir lassen das Ganze kurz ein bisschen antrocknen. Und wir kommen zu einem Produkt, da bin ich ein bisschen skeptisch. Muss ich ehrlich sagen, das ist nämlich das Schätzchen hier. Das ist ein On My Desk 4 Brow Liner. Sowas gab es mal von Benefit. Ich fand die Idee damals echt cool. Die Umsetzung an sich, beziehungsweise der Aufwand, das zu benutzen, hat sich irgendwie nicht so in meinen Alltag integriert. Also ich fand es nicht schlecht, aber es war okay. Ich glaube, das gab es auch schon mal von Rival de Loop Young in der LE. Hier sind nämlich 4 verschiedene Augenbrauenfarben mit drin. Wir haben einen recht hellen Ton, den sieht man jetzt bei mir nicht. Einen dunkleren. Oh, ihr seht fast gar nichts, denn meine Hand ist schon wieder bunt wie sonst was. Einen recht kühlen, die Spitze ist sehr fein und einen recht dunklen. Sehr feine Spitze, gut pigmentiert. Wir nehmen mal den etwas kühleren Ton. Und meinen Spiegelfreunde, guess what? Bald ist es soweit. Ich gehe jetzt hier einfach durch so ein bisschen. Sehr gut pigmentiert. Ich finde es gut, dass man so ein bisschen in den Farben variieren kann. Ich nehme jetzt nochmal den warm, um so ein bisschen anzupassen. Man kann damit echt, schaut mal, also ihr könnt damit echt eine sehr intensive Augenbraue machen. Ihr könnt natürlich auch so kleine Härchen mit reinmalen. Es geht auch sehr gut. Aber ich gehe heute mal ein bisschen intensiver, weil wir echt Full Coverage heute sind. Funktioniert, ne? Braucht man das? Weiß ich nicht. Ist aber eine super Spielerei. Und wenn es dann auch noch gut klappt, ich meine, look at that brow. Sie sind hier und sie sind nicht hergekommen, um zu spielen. I stand. Ich liebe die Base. Ich liebe die Base gerade. Dieser ein bisschen dunklere... Dieser ein bisschen dunklere Bronzer mit diesem Highlighter. Und jetzt seht ihr auch die Bewegung im Gesicht. Ne? Das Spray hat doch noch so ein bisschen Bewegung mit reingegeben. We love that. Okay, was haben wir noch? Wir haben Lidschattenpalette. Da muss ich sagen, normalerweise die Lidschattenpaletten von Rival Loves Me sind ja immer recht schlicht. Aber das ist A, eine riesengroße Palette mit 23 verschiedenen Farben und eine recht spannende Farbaufteilung. Also das ist nicht so das Klassische, was man sonst hat, sondern wir haben warm, wir haben kühl und wir haben blau. Wir haben auch noch 2
Liquid Eyeshadows. Die Textur kennen wir schon. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt mit in diesen Look integrieren möchte. Deswegen probieren wir einfach mal hier jetzt das Schätzchen aus. Und wir starten mit einem festen Pencil Brush und gehen hier in dieses Rot rein. Laden den Pinsel gut auf. Einmal abklopfen und dann einfach hier außen. Ich war ja schon sehr, sehr überrascht von der Loud and Proud Palette von Riva Lasmi. Die war ja auch schon super pigmentiert. Und das ist ein schöner, softer Ton. Ich habe gedacht, der ist ein bisschen dunkler. Ist aber gar nicht schlecht. Ich finde, das ist eine schöne Sommerpalette. So seht ihr es auch nochmal ohne direktes Licht. Ich glaube, das ist ganz gut, dass ich immer so ein bisschen wechseln kann, dass ihr verschiedene Effekte auf der Haut seht. Ich blende das Ganze mit diesem Ton hier aus. Das ist derselbe, nur ein bisschen heller. Einfach, dass ich den Übergang nochmal so ein bisschen weicher kriege. Und greife jetzt zu einem kleinen Pencil Brush und gehe hier in diesen Ton rein. Und den setze ich mir hier außen hin. Ja, der ist ein bisschen zarter. Nehmen wir meinen Finger und bauen mir das Pigment so ein bisschen auf. Ja, also der ist ein bisschen zarter, muss ich sagen, aber man kann ihn aufbauen. Das ist jetzt nicht so der dunkelste Ton, den ich jemals gesehen habe. Für so diese zarten Looks ist es, glaube ich, aber gar nicht schlecht. Vielleicht hätte ich eine feuchte Base benutzen sollen. Ist jetzt okay. Ich nehme jetzt mal meinen Finger und gehe in den roten Schimmerton hier. Der ist super cremig und den gebe ich mir hier komplett auf mein bewegliches Lid. So ein bisschen als Base. Passt farblich perfekt. Und mische dann hier so ein bisschen von diesem Gold mit rein. Das sieht nämlich so ein bisschen wet aus. Und toppe das hier einfach rüber. Und dann seht ihr diesen leichten Sonnenuntergangseffekt. Also ich bin ehrlich, ich habe gedacht, die sind ein bisschen dunkler. Ich finde aber, also wenn man das weiß, finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Weil man jetzt so ein bisschen einen natürlicheren Look machen kann. Ne? Also so einen zarten. Es gibt ja Leute, die nicht so gerne so viel Farbe tragen. Wir gehen jetzt doch nochmal mit diesen Liquid Eyeshadows rüber. Ich liebe die ja. Und zwar benutzen wir hier die Farbe Good Vibes. Das Füßchen ist perfekt. Ich glaube, die haben das Design so ein bisschen geändert. Das setze ich mir jetzt einfach hier. Oh. Look at her. Ja, hat. Ich nehme alles zurück. Schaut euch das an. Oh. Wie schön. Und habe immer noch genug Produkt für die andere Seite. Also, ich habe damals schon so geschwärmt von denen, als sie schon mal in der Ready for the Frill LE waren. Diese Dinge haben nichts mehr mit Drogerie-Make-up zu tun. Nichts mehr. Ich gebe mir einmal Lashes auf und bin gleich wieder zurück. Okay, Freunde. Look at her. Ich habe meine allerliebsten Lashes aufgeklebt. Look at her. Look at her. Ganz ehrlich, I love it. Auch wenn die Lidschattenpalette so ein bisschen softer war. Eine knallige Lippe, ein sehr intensiver Schimmerlook auf den Augen. Schaut euch bitte diese Reflexion an. Dann diese Lashes dazu. Die schönsten Alltagslashes ever. Ich finde, das Ganze passt so gut zusammen. Schreit Sommerparty, schreit kleine Cocktail. Ein kleines Cocktail-Ensemble. Ich lieb's. Eine Sache habe ich tatsächlich vergessen, euch zu zeigen. Das ist nämlich dieses Pinselset. Gab's nämlich auch noch. Packe ich euch mit in eine Verlosung mit rein. Ansonsten habe ich euch versprochen, wie ihr die Sachen gewinnen könnt. Ich habe nämlich alles doppelt bekommen. Schreibt mir unbedingt, wie ich euch erreichen kann. Und dann kommentiert einfach einen lieben Kommentar für uns und die Community. Und dann suche ich jemanden aus und schicke euch die komplette Kollektion hier. Ich habe, wie gesagt, alles doppelt bekommen. Look at that. Super Produkte, hat viel Spaß gemacht. Die Blotting Paper kann ich jetzt nicht benutzen, es sind Blotting Paper. Aber ich glaube, dass man damit richtig schöne Sachen machen kann. Vielen Dank an Riva Lasmi, dass sie mir die Produkte zur Verfügung gestellt hat. Und kleine Erinnerung für euch zum Schluss, schaut unbedingt bei Asam vorbei. Ihr Süßen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt ein zauberhaftes Wochenende.